Hallo und schon wieder Umgewöhnung. Immer noch Umgewöhnung mit dem neuen Computer und der Arbeit, also entschuldigt deswegen. Aber ich gebe mir Mühe und ich hoffe, dass es bald funktioniert. Und ja, ich weiß noch nicht mal, wo ich hingucken muss, aber darum geht es jetzt gar nicht. Also, herzlich willkommen und ein freundliches Hallo zu meinem Freitagsvideo. Ja. Heute ist Freitag. Freitag ist der letzte Tag der Woche und da waren wir schon wieder bei diesen blöden Anfängen. Aber es ist echt schwer, sich immer was einfallen zu lassen, wie man so ein Video anfängt. Und ja, so seit Mai merke ich das total. Aber was ich auch merke, ist die Tatsache, dass irgendwie alles und jeder voraussetzt, du musst ja sozial sein. Und darüber möchte ich heute mit euch labern. Das Thema: Wieso gibt einem die Gesellschaft, die Welt und alles das Gefühl, du bist einsam, obwohl du in dir nicht unglücklich bist? Wo du sagen musst oder sagen kannst in manchen Situationen, ich bin froh, dass ich gerade nicht so viele um mich herum habe. Und ja, darüber wollte ich heute mit euch reden und ja, fange ich jetzt mal einfach an. Also, ich spiele seit ein paar Monaten Animal Crossing und das weiß jeder, der meine Videos verfolgt, dass ich da gerade total süchtig danach bin und auch sehr viel damit spiele. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich vielleicht hier und da etwas Hilfe brauchen könnte, weil bei Animal Crossing wachsen in jeder Stadt so Bäume und da wächst immer nur eine Art von Frucht drauf. Und wenn du dann noch irgendein Tutorial abschließt, kriegst du dann noch eine zweite Frucht. Aber damit war es das auch, zumindest bei mir. Ich habe mein Tutorial abgeschlossen, habe nur eine weitere Frucht bekommen. Und ja, das Doofe ist jetzt halt, ich habe jetzt keine zweite Frucht oder so. Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich überlege, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt einerseits, könnte ich jetzt einfach abwarten. Aber die andere Option ist, man soll einfach andere Leute mit anderen interagieren. Und ja, da dann denn ihre Städte besuchen mit Freunde-Code und alles. Und ja, dann heißt es, die erste Frage: Gib den Freunde-Code deines Freundes ein. Und dann in meinem ersten Moment, wo ich mir so das gedacht habe, war so: Oh, und was mache ich jetzt? Ich kenne nämlich gerade niemanden, der auch Animal Crossing spielt, weil die meisten meiner Freunde ein bisschen älter sind. Und ja, dumm gelaufen. Ja, auf jeden Fall dann das nächste Ding war, ich bin dann nach auf Facebook gegangen, weil ich gedacht habe, ja gut, vielleicht finde ich da ein paar Leute, die sowas spielen. Und die erste Anzeige, die ich an dem Tag bekommen habe, war: Kennst du diesen und jenen? Und dann ganz viele Namen von Leuten und ich habe mir gedacht, nein, kennt du mich davon keinen. Und dann stand da was von der Nachricht, und dann habe ich eben meine E-Mails aufgemacht und dann kam mir diese Nachricht entgegen: Du hast mehr Freunde, als du denkst, such sie auf Facebook. Und daraufhin habe ich mir so gedacht, nein, ich habe nicht mehr Freunde, als ich denke. Und die ich habe, die sind meistens nicht auf Facebook. Und ja. Und außerdem habe ich ja mehr als eine Facebook-Seite irgendwie. Und ja, irgendwie bin ich dann so an diesen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, nein, es ist jetzt nicht wahr, dass ich da noch mehr suchen müsste. Ich bin ja eigentlich zufrieden mit, ich glaube, es sind 5, 6 oder so. Ich weiß es nicht mal genau, aber auf jeden Fall, ich bin doch total zufrieden mit der Zahl an Freunden, die ich gerade auf Facebook habe. Also warum gibt mir Facebook das Gefühl, dass mehr Freunde viel besser ist als weniger? Ja, und dann überhaupt, wenn ich dann so mal zurückgedacht habe, auf mein ganzes Leben zurückgeblickt, hatte ich so oft diese Situation, wo einem die Leute eingeredet haben: Mehr Freunde ist wichtig, du musst ganz viele Freunde haben, am besten musst du Milliarden Freunde haben. Aber ich bin jemand, ich brauche keine Milliarden Freunde, weil ich finde, besser zwei gute Freunde, wirklich zwei Freunde, auf die ich mich verlassen kann, zwei, die mir wichtig sind, zwei, die mich so, wie ich bin, mögen. Weil als Asperger bist du halt ein bisschen komplizierter. Ja, selbst meine Mutter und mein Vater sagen mir manchmal, wie kompliziert ich bin. Aber mal eine ganz kleine Info an alle Nicht-Asperger: Ihr seid genauso kompliziert für uns. Und das ist ja die Sache. Und wenn man sich nur denkt, Mann, ist der kompliziert, dann kann man ja keine Freundschaft entwickeln.
Und deswegen bin ich froh, dass alle die Freunde, die ich habe, mich so nehmen, wie ich bin, die mich so mögen, wie ich bin, aber die auch mir die Chance geben, mich weiterzuentwickeln, mir die Chance geben, von ihnen zu lernen, aber eben auch von mir lernen. Und ich finde, das ist das Wichtige. Nicht, dass du viele Freunde hast. Viele. Viele Freunde ist viel Pudding. Viel Pudding klingt besser als wenig Pudding. Aber irgendwann, um es jetzt mal etwas ja, unschön zu formulieren, wird es dir von jedem Pudding schlecht. Und lieber esse ich eine kleine Portion Pudding, als dass ich eine Riesenportion Pudding esse und mir gleich schlecht wird. Und vor allem, je mehr Freunde du hast, je weniger Zeit hast du ja eigentlich für den Einzelnen, zumindest nach meiner Beobachtung. Irgendwer kommt immer zu kurz. Und das will ich nicht. Ich für meinen Teil, ich finde es schöner zu sagen, ja, ich habe jetzt keine 1000 Freunde. Ja, ich habe jetzt bei Animal Crossing erstmal ein Problem, weil ich keinen habe, der mit mir spielt, aber irgendeine andere Lösung gibt es immer. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal gucken, ob ich eine Animal Crossing Fanseite finde, oder? Und findet ja über Interessen auch neue Leute. Neue Leute heißt auch wieder eine neue Chance, neue Freundschaften zu schließen. Aber ich finde es einfach so furchtbar schrecklich, dass einem die Gesellschaft, die Leute, die Schulen, alle das Gefühl vermitteln, wenn du nicht viele Freunde hast, dann bist du anormal. Aber hier an meiner Stelle, nur weil du wenig Freunde hast, bist du nicht anormaler als Leute, die viele Freunde haben. Weil im Umkehrschluss müsste ja für mich heißen, viele Freunde zu haben, ist anormal. Aber ich finde es auch okay. Ich finde, jeder soll es so machen, wie er es für sich richtig findet. Jeder soll so handeln, so leben mit Freunden und sowas, wie es für ihn das Beste ist. Und du kannst niemanden dazu zwingen, 1000 Freunde zu suchen. Du kannst aber auch niemanden zwingen, einfach nur einen Freund zu haben. Das funktioniert nicht. Du kannst nur die Art dessen, was sie tun, zu akzeptieren. Und du kannst auch nicht, wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel jetzt nur einen Freund hat, von dem einen Freund verlangen, du musst jetzt auch nur mich haben. Du musst dann auch in einer gewissen Form akzeptieren, dass der vielleicht dann auch noch 10, 20 andere Freunde hat oder meinetwegen auch 1000. Aber mir persönlich reichen ein paar gute Freunde, ein paar Freunde, die mir wichtig sind. Und ja, ich finde auch einen ganz großen Quatsch für mich persönlich, ganz, ich weiß, es ist nur meine persönliche Meinung, aber ich finde es einen Quatsch, wenn man auf Facebook geht und jede Freundschaftsanfrage annimmt, die reinflattert, nur damit man dann noch jemand Neues in der Freundesliste hat. Damit man wirkt, als hätte man Milliarden Freunde. Das ist doch ein Quatsch. Mal ganz ehrlich, vielleicht triffst du diese Leute irgendwann, vielleicht triffst du sie auch nicht, aber mal ganz ehrlich, wie viele Leute von denen, die man dann so trifft, weiß man noch überhaupt, wer das ist? Und wie viele von denen kannst du dann wirklich erzählen, sowas wie, ja, das ist jetzt zum Beispiel, sei es der Barry. Barry, der steht total auf, ja, sagen wir mal, die Sims und der geht am Wochenende ganz gerne angeln und sowas. Wie viel kannst du das über die anderen noch erzählen, ohne dass du danach einen Spickzettel brauchst? Ich kann über meine Freunde viel erzählen, weil ich ihnen einfach zuhöre, weil mir dann auch der Austausch wichtig ist, weil ich eben einfach jemand bin, ich sag, ich kann nicht alles, ich kann sozial nicht alles, ich muss das hart lernen. Aber ich kann es nicht lernen, wenn ich eben auch gar keine Freunde habe. Aber ich, für meinen Teil, ich bin auch der Ansicht, du kannst ja auch wenige Freunde haben, du kannst auch manchmal ganz allein für dich sein, du musst dich nicht einsam fühlen. Weil manche Menschen haben Milliarden Freunde, fühlen sich aber dabei viel einsamer, als ich mich in meinem Zimmer hier alleine fühlen könnte jemals. Ja, das ist meine Meinung zu dem Thema. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook. Wobei ich auf Facebook natürlich jede Freundschaftsanfrage annehme, die von euch kommt, weil ja, ich würde einfach, dann kann man sich mal besser austauschen. Und mich würde einfach interessieren, wie andere Asperger damit so umgehen, was andere so machen und solche Sachen. Das würde mich einfach mal auch interessieren. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an diebell.riedmeier@outlook.com oder ihr könnt einfach nächsten Mittwoch wieder einschalten und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss!